Die Nummer 13, der St. Gallen macht sich unten bereit. Lorenz gestoppt von Graf. Die Nummer 13, das ist Seger. Er wird jetzt dann knapp eine Viertelstunde vor Spielschluss, vor Ende der regulären Spielzeit, eingreifen können. Er ist jetzt bereits auf dem Spielfeld. Wechselnde Mannschaft von St. Gallen für die Nummer 4, Brander, und neu mit der Nummer 13, Seger, ins Spiel. Und Korrektur der Zuschauerzahlen, es sind 30.000 anwesend. Und da fällt das 1:0. Andersen ist das Tor gelungen. Nach diesem Eckball, getreten von Odermatt. Die ähnliche Situation, wie wir sie erlebt haben, beim annullierten Treffer der Berner. Die Flanke von Odermatt. Wieder kommt Schüpp nicht richtig zum Ball. Im Spielerknäuel drin versucht er einhändig zu fausten. Andersen reagiert am schnellsten. Und es heißt 1:0 für die Berner. Bereits schien sich eine Verlängerung abzuzeichnen. Er ist ja St. Galler, hier den Bernern die Trophäe zu übergeben. Er ist aber bekannt als großer Sportsmann und er wohnt ja jetzt auch in Bern. Er wird sich freuen, hier den Sieger. Und das ist in Vertretung seiner Mannschaft, Kapitän Walter Eichenberger, den Pokal übergeben zu dürfen. Rechts haben Sie gesehen, SFV, Zentralpräsident Walter Baumann, dann ist auch IB-Präsident Slotsover oben auf der Ehrentribüne. Hier haben Sie ihn und auch für ihn ein verdienter Schluck. Möchte ich nachher in einer Kolonne die Spieler bitten, die Medaille zu holen. Martin, recht herzliche Gratulation. Merci. Gratulation. Eine Auszeichnung, wie sie wohl kaum erstrebenswerter ist, im schweizerischen Sport. Ich kann auch sagen, meine lieben Freunde, an einem solchen Präsident, wenn ich es gerade darf, geradeaus sagen, auf Berndeutsch, dem ist es so wohl.